Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sea of Thieves, die Rumgeschichten, wieder mit dem Zwiebel und dem Pini. Moin, moin. Moin, hallo. So, was endlich wieder da. Eine Handelsmission machen, weil Season 2 ist, oder wollen wir so eine hier von diesem Schatztypen hier? Ich habe ja eben schon, als du uns das alles erklärt hast, gesagt, sucht euch was aus, ich warte auf ein Schiff auf euch. Mir ist das egal. Ich okay. Geht einfach aufs Schiff. Ja, und so macht dann Handelsmission. Ihr könnt euch doch eine Mission aussuchen. Setze schon mal die Segel, bereite alles vor, wärme euch die Betten vor. Wir machen eine Handelsmission. Handelsmission, okay. Ja? Aha, ja, Handelsmission. Eine Transportmission machen wir. Ja, jetzt wartet mal, ich will hier aber noch, wo ist denn hier? Mit Botschafterstatus, ne? Also damit es auch Kohle bringt. Übrigens, ich würde auch sagen, dass wir auf jeder Insel, auf die wir jetzt laufen, gerade am Anfang, also egal welche wir jetzt sehen, dass wir uns erstmal auch zuluten, ne? Mit Kanonen. Zuluten. Ja, mit Kanonenkugeln, genug Holz und so weiter, damit wir. Ach, guck mal einer an, der gnädige Herr möchte hier ein bisschen was looten. Ja, nee, wir fahren ja jetzt nicht auf eine Insel. Wir fahren ja jetzt von einer Insel zur nächsten, um die Sachen einzubringen. Nee, dann fahren wir doch auf eine andere Insel, oder nicht? Komm mal. So. Kommt mal jemand her zum Abstimmen, bitte? Moment. Sagt er gerade, ja, wir fahren ja nicht auf andere Inseln. Ja, wir fahren jetzt auf eine andere Insel. Was? Ach so, naja, doch, da gibt's auch Kisten. Ja, stimmt schon. Aber du kannst ja hier auch schon Kisten leeren, ne? Ich sage nur, dass wir auch mal auf so einer Insel anhalten können, ohne dass wir da was zu erledigen hätten. Weil warum ist denn so duster hier? Bibel, komm mal hier auf den Steg, bitte, zum Abstimmen für diesen Botschafterstatus. Ach so, Entschuldigung, ja, so. Wie kommt man eigentlich wieder auf diesen Steg, ohne dass man jetzt da komplett außen rum... Du könntest mich rüberschießen. Oder besser parken. Ach, hier ist eine Leiter. Ja gut, dann hat sich die Frage auch erübrigt. Ach da, okay, alles klar. Hier. Guck mal, ob in den Fässern hier was drin ist. Die Lampe unter Wasser leuchtet noch. Direkt Banana. Hier, Zwiebel, hier ist so ein Tisch. Auch eine sehr gute Szene in der Folge. Danke. Banana, yo. Ananas, no. Genau. Ich bin unterm Schiff gelandet. Der Brille und ich, wir verstehen uns halt einfach. Banana, no. So, und dann Mission. So. Und jetzt ich Mission vorschlagen, Seefahrt. Oder habe ich das nur mein Monitor scheiße eingestellt? Und dann für Abhörmission stimmen. Kann noch mal jemand hier für die Mission stimmen, bitte? Ist das bei euch auch so, Kines? Mene, ich loote gerade die Insel. Okay, so. Und jetzt müssen wir von der... Ja, was? Ist es bei mir ist auch so duster. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt müssen wir von der Ollen da auf dem Steg diese Kisten holen, die wir transportieren müssen. Hallo, und die dürfen aber jetzt nicht nass werden, oder was? Das kommt drauf an. Also, wenn das eine Stoffkiste ist, die dir in die Hand drückt, dann darf die nicht nass werden. Okay. Wenn das eine Kiste ist, also nicht, du kannst schon mal kurz im Wasser landen, aber eben nicht ewig. Wenn das eine Kiste mit Flaschen ist, darfst du nicht hüpfen, weil sonst zerbrechen die. Und wenn das eine Kiste mit Pflanzen ist, dann müssen wir die unterwegs hin und wieder mal gießen. Okay. Also fällt das Klo aus dann sozusagen. So, wo hat die denn jetzt ihre Kisten? Da gibt es keine Belohnung. Warte mal, die müssen doch hier irgendwo sein. Ja, die ist jetzt blöd. Wir haben doch gerade für die Mission gestimmt. Eigentlich labert man die dann. Warte mal, ich guck mal kurz in die Mission. Hast du direkt eine teure Mission genommen oder wird hier mit dem Auftrag zur Aufnahme von 4 Kisten erteilen im Namen von Tina. Ach so, Tina, das ist dann. Das ist doch die andere da. Genau. Das ist eine andere, so ist es. Habt ihr jetzt eine teure Mission genommen oder direkt wieder so eine billige erstmal wieder? Ne, wir haben die teuerste, die geht. Ist Tina nicht die oben in der Pinte hier? Ich weiß es nicht. Die Anfangsbuchstaben der Leute bestimmen immer, welcher Job das ist. Und Tina wäre dann Taylor. Also der Schneider. Der Schneider müsste das dann sein. Tina Taylor. Blutet ihr auch ein bisschen was? Nein. Ja, ja. Das ist gut. Wir haben ja dich. Aber die heißt Wanda. Wanda. Hm. Wanda für Wonder Weapon. Hier ist doch ein Schuh auf dem Dach. Macht ihr jetzt schon die Mission oder was tut ihr gerade? Wir holen Pakete. Ja. Wir holen jetzt die Sachen, die wir transportieren müssen. Das ist Madame Olga. Könnte man noch für was anderes halten. Das hier ist die Insel, wo uns die Leute mal ein Bier ausgegeben haben. Ja, das ist Cecile. Moin, das bin ich. Was sucht ihr jetzt? Könnt ihr mir das kurz erklären? Wir suchen Tina. Also eine Frau namens Tina. Die ist hier auf der Insel, oder was? Ja. Und die gibt uns Kisten. Also hier, spielen wir gerade Post. Das ist tatsächlich die Bardame. Ach, die ganz die. Genau. Mir hat sie jetzt Pflanzen gegeben.
Das heißt, ich muss die dann halt, oder wir müssen die dann unterwegs mal gießen. Aber die gibt okay. jedem jetzt quasi was anderes. Alles klar. Insgesamt 4 Kisten. Also ja, müssen ich lade gerade ab. Holz, Banane. Fracht einsammeln. Ich habe Stoff gekriegt, so wie es aussieht. Stoff, genau. Dann darfst du dich nicht allzu lange im Wasser aufhalten, sonst... Ja, steht das dann da, oder was? Du hast das in der Hand, das sieht man. Weiß wie, aber soll nicht, ich, wie soll ich denn aber jetzt trockenen Fußes hier mit dem Stoff an Land, unser Schiff, auf unser Schiff kommen? Ja, das ist... Ich kann ja nicht mal rennen. Doch, man kann, also gut, ohne Rennen ist schwierig. Wisse? Du machst ja hier die allerbeste Arschbombe. Ja, ich habe auch ganz schön Hintern. Also ich probier's mal. Kommt da jemand mit einer Pflanze an Bord, ey, was sind wir denn? Okay. Ja, ja gut, jetzt brauchen wir noch 2. Liefernotiz lesen. Bis 2 Uhr am 23. zu 5 Pieces, Paces genau. Frank bei Mermaid's Hideaway liefern. Hideaway genau, liefern. Da müssen wir das halt jetzt hinbringen. Okay. Wen holst du die letzte noch oder wie? Nee, 4 müssen es sein und jetzt der Brilli hat keine geholt. Ach so, nee, ich habe keine Sau. Geholt. Ich wollte auch eine Sau holen und Kanonenkugeln, Holz, damit wir überleben, Leute. Ach so. Und, ja, genau, also wir müssen das pünktlich liefern und in möglichst guter Qualität. Umso mehr Kohle kriegen wir dann. Und dann ist es natürlich so, dass je höher wir im Rang steigen, desto bessere Missionen kriegen wir und desto mehr Kohle kannst du dann auch verdienen. Dann sag du mir mal lieber Mene, wie man denn wieder sieht, wie viel Uhr und wie viel Zeit wir haben. Nimmst du deine Uhr in die Hand. Was? Ich habe du hast eine Uhr. Überhaupt nichts mehr mit dem ganzen Grünzeug vor mir. Nee, das ist übel mit dem Grünzeug vor der Nase. Wo ist denn bitte eine Uhr? Na, in deinem Inventar hast du eine Uhr. Ja. Das Grünzeug am besten unter Deck, damit es nicht so in der Sonne steht und man das besser gießen kann. Ah, alles klar. Muss man jetzt gießen oder was? Ja. Ach Gottchen, Leute. So, also, du bist so prädestiniert dafür. Du hast die Scheiße nochmal. Ich würde sagen, wir verteilen direkt die Rollen. Mene, du bist der Frachtbeauftragte. Du musst dich um die Frage. Okay, ich suche erstmal, wo Mermaid's Hideaway ist. Wo hast du das Ding hingestellt hier, Mene? Ich sehe nichts. Da, direkt da. Hinter uns. Alles klar. Da müssen wir zur Insel. Plunk. Also, da. Los geht's. Ankerlichten. Nix ankerlichten, Junge! Haben wir die Insel gelootet? Haben wir genug Zeug? Ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, wie viele Kanonenkugeln rangekarrt. Ja, es gibt noch genügend andere Inseln. Also ich mache einen Anker hoch. Ja. Ach, komm, ey. In der letzten Folge labert ihr mich hier voll. Und jetzt wollen sie auf einmal schnell los. Ey, was ist los bei denen? Jo. Nehmt euch ein bisschen Holz ins Inventar. Sei froh, das würde ich mitnehmen. Nimm dich gleich raus, Junge. Ich schmeiß dich runter. Wir brauchen übrigens auch direkt ein Beiboot. Ohne Beiboot gehe ich hier gar nicht nirgendwo hin. Ah ja, na dann bleibst du hier. Tschüss. Banane. Seine Banane. Ankerlichten! Scheiße, Mann über Bord! Wartet! Oh, ich bin wieder an Bord. Moin! Was haben wir für hässliche Segel, ey? Die sind doch geil. Mal was anderes. Ja, und mit vorne nicht gelichtet. Findest du gut, Mine, oder nicht so? Das ist okay. Lassen wir es erstmal. Wir sind die grüne Minna. Ja, genau. Das müsste doch die richtige Insel sein hier. Hm? Du weißt, wo es hingeht? Ja, ich muss noch mal auf die Karte gucken zur Sicherheit. Mal Steuer zur Sicherheit. Ja, ja halt, mal lieber, halt dich lieber am Steuer. Nee, geh weg. Brauchst du nicht. Die Insel direkt vor uns. So, und zu wem? Was stand da? Zu 5 Paces Frank. Okay. Hast du nicht die Kanonen mal durchgeladen oder hast du es bloß gebunkert? Naja, du bist auch so ein Typ. Ja, durchladen bin ich. Es gibt nicht euer Handlanger hier oder was? Wo man, das können wir auch als nächstes mal machen für die nächste Aufnahme oder so. Es gibt ja auch Missionen, wo man so Piraten, so Skelett-Force lernen muss, ne? Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Genau, sowas haben wir noch nie gemacht. Wovon redet ihr da? Ein Skelett vor, das sind die Missionen, die überall hier rumstehen. Genau, da muss man zu so einer Insel, die so aussieht wie halt so ein Fort, also wie eine Festung. Warum kann man das in dieser Aufnahmesession nicht machen? Sind wir jetzt ewig beschäftigt mit den 4 Dingern hier oder was? Ja. Nö, die sind in 5 Minuten weg, also wenn wir hier an der Insel sind. Warum sagt ihr dann in der nächsten Session? Nicht in der nächsten Session, in der nächsten Folge. Aha,
Elaine mit neuem Gewand, aber demselben Scheißlied. Er hat's erkannt. The Song of My People. Was ich noch sagen wollte, nur weil ich aus Osteuropa komme, bin ich hier nicht euer Handlanger. Just saying. Du bist jetzt gerade so im Modus brauchen, nehmen. Banana, ja. Ananas, no. Gut. So, wenn hier kein Beiboot auf der Insel ist, dann fahren wir hier gar nicht erst hin. Alles klar. Ich sehe eins. Anker geht oder was? Ja, Anker würde ich jetzt mal langsam machen da. Achso, wir müssen ja die Dinger mitnehmen. Aber warte mal, wir können ja mal gucken, ob es hier... Haben wir vielleicht mit dem Boot noch näher ran? Ja, guck mal, hier ist ein Boot. Tatsächlich. Dann können wir damit die Dinger hier ausleeren. Der Ruderer kommt. Ah, scheiße. Ist kein Boot. Boot kaputt. Warte, da hinten war aber eins. Ich hol's. Ach, da. Boink. Aber wir haben die Pflanzen nicht gegossen. Sind die kaputt? Weiß ich nicht. Ich bringe hier schon... Ich suche jetzt gerade den Frank. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Ein Granatapfel. Hier ist er. Oh, hier ist Kiste mit Holz. Die lade ich direkt Frank. Mal. So, wie viel hat uns das gegeben? Aua. 700. Wer hat mich denn jetzt hier? Ja, da war ein Riesenskelett, ist da rausgekommen. Mit einem Fass. Du die verstehst? Laden wir direkt mal hier rein. Wer hustet denn da so? Zwiebel, willst du mit? Ja. Müssen wir erstmal wieder üben hier. So. Ach, hier ist eine Insel, sag das doch! Das ist nicht eine Insel. Scheiße. Oh oh. Oh 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 oh. Was ist denn? Ah! Ich bin tot. Scheiße, ich bin tot. Ja, toll, ich glaube, das Ruderboot ist auch weg jetzt. Ach, nee, es steht da noch. Die Sachen halten einfach nichts mehr aus. Früher war eine viel bessere Qualität, verstehst du? Guck mal, wir sind zusammen hier. Hey! Cooler! Wir schmeißen den Typen da von da oben runter und kapern das Schiff. Welchen Typen? Ach, guck mal. Das Schicksal der Morningstar gibt's hier. Seemannsgarn ist aber noch gesperrt. Müssen wir abstimmen. Guck mal, da ist Mr. Kuku, der ist irgendwie auch draufgegangen. Wir sind alle so dünn wie der Mähne. Ist für uns eigentlich nichts Neues hier, ne? Ich hab mich nicht mal mit denen verwechselt, ey. So, wir sind jetzt gleich wieder da. Ja, komm, ich mit so einem Explosionsfass angelaufen und ihr schießt mich ab. 13 Nachrichten. Wieso haben wir denn jetzt nochmal 13 Nachrichten? Okay. So, ich hole jetzt das Beiboot. Botschafterwert, 4200, schön. Mene, was ist denn bei dir? Hast du jetzt schon alle Kisten abgeliefert oder was? Hey, wo ist das Beiboot denn jetzt hin? Ah ja. Wer hat das Beiboot? Na, wahrscheinlich ist es in die Luft gegangen oder so, ich weiß es nicht. Nee, es stand da eigentlich noch, als ihr tot wart. Ich sitze nicht mehr hier. Da ist aber noch eine Kiste. Ja, das ist die Holzkiste, die hole ich gleich. Ja, aber hier war doch gerade... Was ist denn hier gerade in die Luft gegangen? Ihr hättet ja wenigstens, wenn ihr an Land geht, mal so ein paar Blumen mitnehmen können. Ja, Entschuldigung. Da ich dachte, die gehen unter. Die Blumen? Nein, oder die dürfen nicht nass werden, oder was sagst du? Die Blumen, die können nass müssen werden. Nass werden. Die Stoffe dürfen nicht nass werden. Sind die Stoffe denn jetzt schon drüben? Die sind schon abgegeben. Wie schon hast du die jetzt gemacht, ohne dass sie nass wurden? Ich bin an der Oberfläche geschwommen, anstatt unter Wasser. Du bist eine Keine Ahnung, ob das funktioniert hat, aber... Ja, vielleicht gibt es ja deutlich mehr Geld, wenn du es nicht machst. Wo bringst du die jetzt hier hin? Ach, zu dem Jochen. Zu dem Typen. Hier. Genau. Alle zu demselben oder zu unterschiedlichen Leuten? Nee, alle zu demselben. Es ist noch eine Ladung. Grad 3 Gildenhändler. Nicht schlecht. Oh Gott, man sieht ja gar nichts. Nee, da sieht man echt nichts. Wo muss ich die hinbringen, Mädel? Einfach geradeaus auf die Insel. Da, wo der Zwiebel jetzt ist, ungefähr. Hier sind noch Kisten mit lauter schönen Sachen. Von denen ich aber nicht mehr mitnehmen kann. Wo ist denn der Zwiebel jetzt? Ums Eck. Quasi. Mene, wo ist der? Da ist er, genau. Oh. Da, wo der Zwiebel ist. Genau da. Nein, nein, nein. Nee, hier ist er. Genau, hier ist er. Der hier?
Ja, der hier. Bitteschön. Boah, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Alter, was ist denn bei euch los? Mene, warst du das? Anscheinend schon. Das musste einfach sein. Ich konnte nicht widerstehen. Was denn? Ich hab nichts gesehen. Ich weiß, ich bin hinter dir hergelaufen mit dem Explosionsfass, hab das neben dich gestellt, wartet, bis du abgegeben hast und hab dann geschossen. Boah, du bist so ein Bastard, ey. Was ist los mit dir? Sorry, aber du hast den einfach, Zorn des Brillis auf dich gelenkt. Oh Gott, oh Gott. Das war die Rache für die zweimal Schiff hochjagen. Jetzt haben wir natürlich keine Ahnung. Zweimal? Ich habe nicht einmal ein Schiff hochgejagt. Doch. So, jetzt müssen wir hier Missionen finden, weil wir haben keine mitgebracht sonst. Oder wir müssen einfach zu der Insel wieder zurück, wo wir hergekommen sind, und da eine Mission holen. Guck mal hier. Untersuchen. Warte mal, hat jemand. Erzengel Aeon hat hier seinen Namen in den Stein geritzt. Hier sind übrigens noch Kanonenkugeln und Scheiß ist hier. Ja, habt ihr das auch bekommen? Finde einige von Umbras Verewigung. Wo hast du das? Was ist das? Hier. Das ist ein Achievement scheinbar. Ach so, ja. Nee. Oh, Belobigung freigeschaltet. Munitionskiste. Bei den Fischen. Kann ich die auch bei den Typen abgeben? Auch haben? Umbras Verewigung. Wie geht das? Bitte was? Wie geht das, Umbras Dings? Hier, einfach lesen da. Er mit seinen Krakel da. Leck mich am Arsch, interessiert mich ein Scheiß. Ja gut, nee, kann ich nicht. So, ich hole jetzt noch ein paar Kanonenkugeln und dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Logbuch lesen. Hier, guck mal, Brilli, bei den Fässern was hier denn? Oben war. Ja, ich gehe mal da hinten hin. Nein, guck mal hier. Es sind ja überall Fässer. Aber hier sind so Brandbomben und so ein Kack noch drin. Da habe ich doch. Ja, außen. Na. Der Kollege friert. Haben wir Holz irgendwo? Ja, ich habe welches dabei. Dann kann man nämlich dem hier das Lagerfeuer anmachen. Echt? In der Karibik ein Lagerfeuer. Auf unser Holz zu verbrauchen. Für irgendwelche dahergelaufenen. Oh nein, ich muss laufen. Ich bin schon wieder am Brennen hier. Ich brenne, Man, ey. Diese Kack-Skelette immer, ey. Ist ihm jetzt warm? Glaube nicht. Aber Holz für Lagerfeuer benötigt. Okay, dann gehen wir immer weit hoch. Da. Und jetzt Laterne. Laterne. Ach, hier kannst du jetzt was kochen. Guck mal. Brandbomben. Und freut er sich drüber, dass du ihm Feuer gemacht hast? Oder war es ihm egal? Du Kackvogel, ey. Ich guck mal. Have you seen my treasure? Übrigens, ich habe jetzt eine Munitionskiste auf der Insel gefunden und an Bord gestellt. Bitte nicht bei der Kiste nachladen, weil die kann man nämlich nur verkaufen, wenn die voll ist. Okay, also der hat gefragt, ob wir seinen Schatz haben. Ich habe aber keinen Schatz. Und auf diesem Feuer, was ich jetzt hier entfacht habe, könnten wir Essen zubereiten. Mhm. Okay. Apropos. Banane. Oder Granatapfel. Und noch eine Banane hinterher. So, mit Schale. Also Missionen haben wir jetzt keine mehr dementsprechend. Nee, aber vielleicht finden wir noch irgendwo so eine Message in a Bottle. Okay. Die geben ja auch manchmal Missionen. Ah, das hier? Ja, aber haben wir doch eben schon. Was? Ich meine, wir hätten eben so eine Message gekriegt. Ich glaube keine Mission. Ja, die... Also ich habe übrigens noch zwei, aber von dem gelben. Vom Goldsammler von letztem Mal noch. Ah, okay, dann können wir so eine, könnten wir noch machen. Oh, hier ist noch eine Kiste, cool. Haben wir hier Holz. Aber es ist nur 10 von 50 drin. Müssen wir es noch voll machen, damit wir es verkaufen können. Holz nicht verkaufen. Ja klar, das bringt Kohle, Mann. Kohle ist doch scheißegal, ich will das Schiff und Ruhm kapern. Oh, Kacke. Kohle und Ruhm, mein Freund. Kohle und Ruhm. Ich Finger nicht abgenommen, fand ich so. So.
Ja, Banane. Banane? Ein Granatapfel kannst du haben. So, Oh, hier steht ein Schießpulverfass. Oh, oh. Schmeiß es bitte von Bord. Wo steht eins? Na, hier unten bei uns? Auf dem Kartentisch. Ja, sicher. Auf dem Kartentisch, der Sack, ey. Ich habe einen Schatz gefunden. Schatz des Plünderers. Bringe ich an das Schiff. Frag mal den Hacho da am Lagerfeuer, ob der den vielleicht haben möchte, weil der hat gefragt nach einem Schatz, wo wir seinen Schatz gefunden haben. Den, wo ich eben schon mal war? Da, wo jetzt diese Rauchsäule aufsteigt, ja. Aber das ist mein Schatz. Mein Schatz. Lass das Fass da stehen, das benutzen wir beim nächsten Fight. Alles klar. Berühmte letzte Worte. Ich hab's ja auch sichergestellt diesmal. Mm. Da kann nichts passieren. Der will den Schatz nicht. Nee, muss mit ihm reden. Oh, am I using the right end of my shovel? Ah. Mit seinem Hühnerbein. Das ist nicht sein Schatz. Nicht? Na dann lässt es. Denk nicht. Do come back soon. Dann halt nicht. So, gucken wir mal, ob wir noch ein paar Fässer finden zum Looten. Na, ja, lass mal losfahren jetzt, oder? Na, ja, komm. Wart ihr da hinten in der Höhle? Nee. Ja. Ja, komm, dann fahren wir los. Hier scheint ja nicht mehr viel zu sein. Weibchen haben jetzt, wir auch nicht, oder? Zurückfahren oder was machen wir jetzt? Na, wir machen ja einfach so eine gelbe Nummer hier, weil die führen oft an diese Inseln hier, weil da gibt es Beiboote. Ja, entweder das oder wir bringen halt erstmal die Kisten zurück, die wir haben und nehmen so eine... Und nehmen neue Missionen. So eine neue Mission an mit... Ja, dann lass doch vorher noch einmal eine gelbe Mission machen, damit wir ein paar Schätze haben, wo es sich lohnt. Ja, okay. Ich habe hier noch ein paar Kanonenkugeln gefunden. Beiboot ist das Wichtigste. Hallo. Hi. Haben wir jetzt eigentlich ein Beiboot in den Bayern? Wie kommt eigentlich deine Liebe zum Beiboot auf einmal? Wo kommt die auf einmal hin? Ich mag rudern. Ich bin ja viel gerudert in meiner Jugend. Aber nie weit gekommen, weil er am Kreis gerudert. Der hatte nicht viel Platz, weißt du. Ah ja, in Badewanne war nicht viel Platz. Kleiner See. Wir waren froh über Wasser. So. Jo. Da steht es. Wunderschön. Ach, so, ich schlag mal eine Mission einfach vor hier. Das machen wir zack hier. Ich hab noch eine Kiste gefunden. Achso, das ist eine Positionskiste. Was sieht das nicht schön aus, du? Was ist hier? Was ist hier? Sanitäre Anlagen. Wind kommt genau von vorne. Ist super zum Ablegen. Welche Mission willst du eigentlich vorschlagen? Hast du noch Missionen auf Tasche oder was? Ja, ist sicher. Ich hatte noch zwei vom letzten Mal. Echt? Kannst du abstimmen. Für. Aber warte mal, ich habe hier noch Notizen. Habt ihr da auch noch welche dabei? Nee. A special offer. We gold hoarders, now we can trust you. That's why we're offering you the chance to buy an emissary license. Speak to one of us to learn more. Mene, warten wir jetzt auf dich oder fahren wir los und du nimmst eine Dings. Wartet noch eine Sekunde, ich bin doch schon fast da. Why are they in English speaking? Congratulations, Pirate. The Merchant Alliance formally extend an invitation to purchase one of our emissary licenses. Also Invasion und Invitation ist schon ein kleiner Unterschied. Ja, ich weiß, Mann. Hier, weiß guck mal. Auch, Alter. Also hier ist, keine Ahnung, ich habe hier lauter englischsprachige Notizen jetzt hier auf Tasche. Nix. Ich auch nicht. So, bin an Bord. Willkommen in Britannien, mein alter Freund. Oh. Sie nahmen mich auf als Osteuropäer und gaben mir eine neue Heimat. So, stimmen wir mal dafür ab, dann können wir mal die Insel suchen, die wir dann brauchen. Mensch, ich zupfe hier aber einen Flottendarm. Ja, allerdings. Oh. Ist ja abstimmen, abstimmen, abstimmen. Oh, da steht das Fass. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Fass. Schön so. Daneben geworfen, den Dolch. Wo müssen wir hin, Mene? Ich bin hier schon auf der Karte.
Warte, muss ich mal kurz gucken. Was hat denn eben so plumpf gemacht hier? Ich hab da plumpf gemacht. Okay, ich mach mal Anker hoch. Ja, du bist auf der Karte und wir müssen nach... Aha. Auf so eine... Es sieht aus wie ein kleines Spermium mit 4 Flecken davor. Da steht aber kein Name, oder was? Nein, steht kein Name. Das ist Wank Island. Ja, dann muss ich sehen. So kann ich... Warte, ich guck's mir selber erstmal an. So kann ich da so. Nichts. Kurs dann auf die Wichserinsel. Musst du mir eine Himmelsrichtung sagen. Aha, so sieht es also aus. Es sieht aus wie ein Spermium mit 5 Dingen. Ja, habe ich doch gesagt. Muss ich erstmal suchen, das Inselchen. Hallo, Spermieninsel. Aber sie war grün, ne? Also das heißt auf jeden Fall in den normalen Regionen hier, ne? Was für ein schöner Gesang uns hier begleitet. Der Gesang der Wellen? Weiß nicht. Es tudelt so. Oh. Bei mir tudelt nichts. Bei mir tudelt es auch. Vielleicht nur oben am Deck. Das kann sein. Also diese Insel gibt es nicht. Vielleicht weil du das eine... Weil die schon sehr lange her ist, dass du die von einer anderen Startinsel bekommen hast und die doch weiter weg ist. Ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee, auf offener See mit so einer Lampe hier rum. Alter, was sind da vorne? Da ist sie doch. Ich hab sie. Rapier Cay. Geradeaus, Freunde, geradeaus und ein bisschen links. Ist das die Insel mit den vielen Lichtern oder was? Nee, daran ist vorbei. Da sind wir hergekommen. Da können wir da kurz anhalten. Nein, wir holen jetzt... Lichtern, da können wir die Kisten Die abgeben. Ist direkt da drüber, die andere. Da müssen wir nicht da schon wieder drüber. Zurück. Die schwebende Insel oder was? Ja. Fahren jetzt daran vorbei, einfach geradeaus. Aber bei den Ausgrabemissionen muss man ja nicht zurück. Ja, wir müssen. Gräbst du die Kiste lass uns aus, doch jetzt einmal dahin und dann gehen wir dahin und holen uns ganz viele neue Missionen und dann haben wir frei. Aber so müssen wir doch nochmal dahin. Ich dachte, wir machen mal so ein Skelett vor. Genau. Da können wir auch machen, aber wir machen doch jetzt gerade die angenommene Mission, oder? Und dann machen wir die doch am besten schnell, damit wir schnell zu den Skeletten kommen. Und deswegen fahren wir jetzt an der Insel da vorbei. Also hier gut, dann von vorne links kreuzt ein Schiff hier. Ja, ich sehe es. Genau, das passt jetzt sehr gut. Aber was es mit diesem Schiff auf sich hat und für welche Insel wir uns entscheiden, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Mitmachen, Zwiebel. Vielen Dank fürs Mitmachen, Brilli. Tschüss. Tschüss.